Liebe Zuschauer, ich melde mich hier aus den Räumen der Volks- und Raiffeisenbank Wismar, unserem Werbepartner, weil ich Ihnen drei besondere junge Menschen vorstellen will. 3 von 11 der aktuellen Azubis der VR-Bank habe ich hier sitzen und ich gehe mal nach dem Dienstalter. Ganz frisch dabei Maurice Fürle. Hallo Maurice. Hallo, schönen guten Tag. Dann rechts neben mir Marc Hühnerbein, 2. Lehrjahr. Schönen guten Tag. Und 3. Lehrjahr schon Christina Miller. Hallo Christina. Hallo, herzlich willkommen. Ja, jetzt gehen wir wieder zum Anfang zurück, denn wir wollen jetzt mal wissen, wie ist eigentlich so eine Ausbildung zum Bankkaufmann, zur Bankkauffrau bei der VR-Bank hier in Wismar? Und da wollen wir natürlich erstmal wissen, wie läuft das denn mit der Bewerbung? Maurice, bei dir ist noch gar nicht so lange her, wie ist das bei dir gelaufen? Also ich habe mich im Januar beworben, online auf der Webseite, direkt auf der VR-Bank-Homepage und wurde dann eingeladen zum Assessment Center hier in der Bank mit allen Bewerbern, die sich beworben haben und dazu eingeladen wurden. Dann haben wir ein Gespräch geführt. Am Anfang haben wir uns erstmal alle vorgestellt mit einem kleinen Plakat vorm Vorstand und etc. Dann hatten wir ein kleines Kennenlerngespräch, ein kleines Spielchen und ganz am Ende dann noch das Vorstellungsgespräch an sich. Und ein Allgemeinwissenstest war auch noch dabei. Allgemeinwissenstest, also sowas wie Wer wird Millionär für Bankkaufleute? So in etwa. Nein, nur leichte Schulkenntnisse, man brauchte nicht viel für. Also nur die Basics. Wunderbar, das heißt, davon muss man auch keine Angst haben. Marc, du bist jetzt im 2. Lehrjahr. Wie geht das denn dann weiter bei der Volks- und Raiffeisenbank? Werdet ihr einfach hier in den Betrieb geschmissen und es kümmert sich keiner um euch? Oder wie ist das? Wie ist die Betreuung hier? Na, die Betreuung läuft soweit immer richtig gut ab. Also wir haben bis zu 40 Ausbildungsbeauftragte, in jeden 4 Jahren sind unterschiedliche. Mhm. Und die kümmern sich dann auch um einen, ne? Sei es im Service, sei es in der Finanzberatung oder je nachdem, wo man mal eingesetzt wird, Herr Ulrich in der EBL, unterschiedlich ist es dann immer. Und ja, man hat dann immer ein Einführungsgespräch und wird im Grunde sofort ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Aber man hat trotzdem immer seinen Ansprechpartner, den man fragen kann, mache ich das gerade richtig, was gibt es zu tun und so weiter. Man steht nicht einfach rum und kocht Kaffee. Nee, das auf keinen Fall. Also man hat ja immer so ein bisschen das Klischee, ja, man fängt die Ausbildung an, man muss erstmal Kaffee kochen, ganzen Zeit nur zum Kopierer rennen oder so. Das war gar nicht. Ich hatte das Glück, beziehungsweise in der Urlaubs- und Krankheitswelle direkt anzufangen. Das heißt, direkt reingearbeitet und direkt ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja, und man kriegt ja auch dann die unterschiedlichen Abteilungen zu sehen. Du bist jetzt gerade im Service. Wie ist das so, wenn man da am Bankschalter steht und den Leuten weiterhelfen muss? Ja, spannend, ne? Jeder Kunde ist anders, jeder Kunde hat andere Probleme und das ist für uns auch immer wieder eine Überraschung. Was kommt jetzt auf einen zu? Wir sehen das nicht, wir wissen es nicht und dann versuchen wir mit dem Kunden so zu interagieren, dass der wirklich zufrieden rausgeht und wir dadurch dann auch zufrieden sind. Und das gelingt auch im Regelfall, vermute ich. In der Regel gelingt das natürlich, ja. Wunderbar. Christina, du bist jetzt kurz vor dem Abschluss. 3. Lehrjahr, die Ausbildung dauert ja 3 Jahre und ist auch nicht die einzige Ausbildung, die es hier bei der VR-Bank gibt. Wann? Es gibt noch eine Möglichkeit zum Studieren. Genau, es gibt noch eine Möglichkeit zu studieren. Wir haben auch eine duale Studentin. In Hannover findet das Studium statt und dann wird man Bachelor of Finance heißt das, glaube ich. Genau, Bachelor of Finance. Und du machst jetzt ja die Ausbildung zur Bankkauffrau und diese 3 Jahre, die sind wahrscheinlich ziemlich schnell vorbeigegangen. Auf jeden Fall. Also das 1. Lehrjahr war wirklich rasend schnell vorbei. Das 2. Lehrjahr dann auch mit der Zwischenprüfung. Und das 3. Lehrjahr, das ist ja auch kein ganzes Jahr mehr. Von daher, das Ende ist abzusehen. So, ihr müsst jetzt nur zufrieden gucken oder nicht so zufrieden. Wie sieht es denn aus mit den Noten, ihr drei? Sehr gut. Ja, ja, hier lacht einer? Ja. Also, was steht vor dem Komma? Die 1 steht wirklich vor dem Komma und dann ist auch die Ausbildung zufrieden. Also die Ausbildungsleiterin in dem Fall. Ja, da gibt es auch nichts zu meckern. Bei der 1 vor dem Komma ist, glaube ich, alles gut. Ich frage jetzt hier noch nicht weiter. Ich glaube, bei dir ist auch die Zwischenprüfung noch nicht. Da sind noch keine, genau. Du bereitest dich wahrscheinlich gerade auf einen furiosen Abschluss vor. Und danach, man hat ja auch sehr gute Chancen, hier bei der VR-Bank übernommen zu werden, denn dafür bilden die aus. Das stimmt. Also normalerweise werden bei uns wirklich Auszubildende auch übernommen und bekommen auch einen guten Platz, den sie wollen auch. Wann ist denn der Stichtag, wenn ich mich hier bei der VR-Bank bewerben möchte als Zuschauer, als junger Zuschauer? Da geht es das nächste Mal los zum? Also die Ausbildung fängt immer am 1.8. an. Mhm. Genau. Also wäre es jetzt der 1.8.2020, zu dem man sich bewerben sollte. Mhm. Also liebe kurz vor dem Schulabschluss stehende, liebe Abiturienten und so weiter und so fort, das könnt ihr euch vormerken, hier bei der VR-Bank gibt es nicht nur nette, junge Kollegen, das sind jetzt 3 von 11, sondern es gibt auch gute Zukunftschancen und das Ganze ist jetzt sogar zertifiziert worden, deswegen machen wir das hier auch unter anderem. Einmal bitte hinstellen, genau.
Die VR-Bank ist offiziell zertifiziert worden von der IHK zum Top-Ausbildungsbetrieb. Das ist eine Ehre, die nicht sehr viele Unternehmen in Nordwestmecklenburg erhalten. Und die VR-Bank gehört jetzt dazu. Und ich glaube, ihr seid echt guter Dinge, was eure Zukunft angeht, oder? Ja. Absolut. Mhm. Wunderbar. Also, alle Informationen zur Ausbildung bei der Volks- und Raiffeisenbank gibt es auch im Internet, auf der Internetseite der Volks- und Raiffeisenbank und dann natürlich auch das Online-Bewerbungsformular. Denken Sie mal drüber nach und ja, euch sage ich mal weiterhin gutes Zahlenpflegen. Dankeschön. Dankeschön. Danke.